Ansprache eines Bücherwurms. Der Kakerlak nähert sich vom Mist. Die Motte frisst gern Tücher. Ja, selbst der Wurm isst, was er isst. Und ich fresse Bücher. Ob Prosa oder Poesie, ob Mord, ob Heldentaten, ich schmause und genieße sie wie einen Gänsebraten. Ich bin ein sehr belesener Herr, nicht wie die anderen Viecher. Das Bücherbilden wisst auch ihr. Und ich fresse Bücher. Die Nahrung, sie behagt mir wohl, verleiht mir Grips und Stärke. Was andern Wurst mit Sauerkohl, das sind mir Goethes Werke. Ich fraß mich durch die Literatur so mancher Bibliotheken, doch waren das meiste, glaubt es nur, bloß elende Scharteken. Das Bücherfressen macht gescheit, so denken sich die Schlauen. Doch wer zu viel frisst, hat nicht Zeit, es richtig zu verdauen. Drum lest mit Maß, doch lest genug, dann wird's euch wohl ergehen. Bloß Bücher fressen macht nicht klug, man muss sie auch verstehen.